absolut nicht zu empfehlen, was ich hier gemacht habe, weil ich jetzt gegen 100 Stück auf einmal kämpfen muss. So, jetzt bin ich gespannt, weil für die Leute, die das Spiel kennen, ihr kennt die normale Animation, die der macht, dass er uns sofort angreift, aber da wir zuerst im DLC waren, müsste sich jetzt eine andere Animation, müsste jetzt eine andere Animation sein, und zwar, dass der erst an uns riecht, dass der uns wiedererkennt. Das stimmt sogar, cool. Das ist ja geil. Er erkennt uns sogar wieder. Da merkt man, aber Sif ist ein bisschen größer geworden. Ist ein bisschen größer geworden. Das ist geil. Normalerweise greift er einen sofort an. Das ist geil. Aber Sif, es tut mir leid, auch wenn du der coolste Hund der Welt bist, nach Mila, bin ich leider gezwungen, gegen dich zu kämpfen. Wir machen dem extrem viel Schaden. Der uns aber auch. Hier heilen wir uns erstmal einmal. Sicherheit geht immer vor. Zack. Zack. Und noch einmal. Und zack. Da ist Sif leider tot. Sif, ich würde dich liebend gerne mitnehmen. Du bist echt nach Mira der geilste Hund, den man haben kann. Jetzt habt ihr gesehen, wir haben Band von Artorias bekommen. Das ist ein Ring. Den brauchen wir, um gegen den nächsten Fürsten zu kämpfen. Hier haben wir einen Hornissenring. Der Hornissenring verstärkt, glaube ich, um 50% unsere Angriffe von hinten. Also diesen Backstep-Angriff. So, Heimwehrknochen benutzen. Ich komme ja zu dir, Motze. Und dann geht es weiter Richtung die Four Kings. Die auch als einer der stärksten Gegner angesehen werden im Spiel. Wieder teleportieren. Feuerbandstein. Perfekt. Armer Sif. Sif war ein treuer Hund. Ein Herzchen. Ein raute Herz. Nee. Was machen wir? Hashtag. RIP. Sif mit dem Herzchen. Bitte. Weil Sif ist einfach der geilste. Ich liebe Sif, ne? Ist doch ein cooler Hund. Ich verstehe nicht, wenn er mich wiedererkannt hat, wieso er gegen mich kämpfen wollte. Aber da sind so viele Easter Eggs, die man sonst gar nicht finden würde. Der kennt man auch. Ich habe auch so viele Easter Eggs erst so verstanden oder gemerkt, so nach beim zweiten und dritten Durchspielen, weil sich immer wieder die Story ändert, wenn man etwas anders macht. Um da diese Animationsänderung zu sehen, muss man ja auch mehrmals durchspielen. Das ist halt das Coole am Spiel. Sobald man eine Sache anders gemacht hat oder einen NPC gekillt hat, dann verändert sich auch mal ein bisschen die Story, weil man dann so gewisse Sachen nicht mehr machen kann. Also ich bin da unten, das heißt, ich muss gleich meinen Wanderfluch benutzen. Ich hasse dieses Gebiet hier, das ist auch eins meiner Hassgebiete. Weil diese Geister sind echt übertrieben nervig und stark. Da haben wir schon den ersten. Und wir würden einfach durch die durchschlagen und die machen schon gut Schaden. Die machen gut Schaden.
Halt mal jetzt nix aus, so wie ich das gerade sehe. Ich hatte die ein bisschen stärker in Erinnerung gehabt. Ich würde gerne meine Waffe upgraden. Solange wir so leuchten, ihr seht, wir haben das Fluchmal benutzt oder dieses. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall. Oh Gott, da ist einer. Während wir das benutzt haben, seht ihr so links und rechts von uns an den Schultern so ein bisschen. Ja, Licht aufsteigen. Ich muss jetzt auf jeden Fall weit genug kommen, dass ich noch so einen Fluch mal irgendwie bekomme. Da war gerade ein Shortcut, habt ihr gesehen, kann ich aber noch nicht benutzen. Die machen aber noch nicht so viel Schaden, also auf New Game Plus 3 machen die deutlich mehr Schaden. Da ziehen die ein Viertel Life ab ungefähr mit einem Angriff. Ich muss zumindest bis zum Händler kommen, weil bei dem kann ich Fluchmale kaufen. Was finde ich hier? Gibt hier unten einen Händler? Ja. Bei dem ich auch den Schlüssel kaufen kann. Bei den Geistern ist es auch ganz gefährlich, weil die verfolgen einen bis zum Unendlichen. Also wenn ich durchlaufen würde, die würden es bis zum Boss, wenn die hinterher fliegen. Und die können auch durch alles durchfliegen. So, noch sieht es schlecht für mich aus. Hier ist diese gefährliche Brücke. Habt ihr gesehen? Oben war einer. Ich wette, die jetzt mal zu mir hinpullen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch hier Fluchmale finde, weil sonst habe ich echt ein gewaltiges Problem, weil ich noch keins von den Gegnern gefunden habe. Nein, ich muss hier kämpfen. Weil das wird jetzt eine gefährliche Stelle sein, weil hier versammeln die sich gleich alle. Hier ist ein etwas anderer Geist, haben wir aber gesehen. Jetzt muss ich, da sehen wir schon, da sind schon ein paar mehr. Absolut nicht zu empfehlen, was ich hier gemacht habe, weil ich jetzt gegen 100 Stück auf einmal kämpfen muss. Da ist ein Fluch mal. Gedroppt. Das muss ich gleich aufheben. Ich nutze das hier. Nein, es executet mich. Oh mein Gott. Macht auch nicht so viel Schaden. Ja, noch nicht, aber bei den anderen durchging schon. Ich habe einen Wanderfluch auf jeden Fall gefunden. Das heißt, so schlimm ist das jetzt nicht. Ich habe es zum ersten Mal geschafft. Also auf New Game Plus 4 kann man das nicht machen. Die werden euch hier mit 2-3 Attacken töten. Und dieses Executen tötet fast komplett One-Hit. Und ich habe maximale Vitalität ausgeskillt auf meinem Mame-Account. Also das ist schon ein großer Unterschied dann. Ein Geist war da noch, den habe ich gerade eben gehört. Und bei dem hier müssen wir jetzt was machen. Das ist ein Händler. Mit Absichten beschaue ich voll und ganz. Ihr sucht die vier Könige, die ich behüte. Dies ist der Schlüssel zum Siegel. Er hat uns den Siegelschlüssel gegeben. Use this key to break the seal. Oh, and the dark wraiths reside in a dark, but the abyss is no place for. Although, long ago, if you can find him and learn from him, the abyss. Da hat er nochmal den Tipp gegeben. The key. Gegenstand kaufen, Wanderfluchen. Bei dem kann ich jetzt ein paar Wanderflüche kaufen. Ich kaufe mir einfach mal so 15 Stück. Zur Sicherheit und Fluchabwehr können wir auch kaufen. Falls wir mal verflucht werden, können wir das dann eventuell benutzen. Was ist hier noch zu sagen? Hier ist zu sagen, der hat gerade den Tipp gegeben, dass Ritter Artorias schon mal da unten war und gekämpft hat. Das sollte uns zu gedenken geben, weil wir eben von Sif den Ring des Artorias bekommen haben, sozusagen. Und der lässt uns ja auf diesem Abgrund. Ja, überleben. Ne? Ihr werdet das aber gleich sehen, was ich genau meine. Das werdet ihr dann noch ganz genau sehen. Der Wanderfluch ist immer noch aktiv. Da war noch ein Geist hinter mir. Wir laufen einfach durch. Der wird gleich hier nachkommen. Weil sonst bangen die sich in der Wand so lange fest und wir können die nicht angreifen. Und den Schlüssel, den wir gerade bekommen haben, den brauchen wir, um das hier zu aktivieren. Nee, um das hier zu aktivieren. Ihr seht, hier überall ist Wasser.
Aber dieses Wasser geht gleich weg. Wir machen nämlich so ein Schleusentor auf. Das führt zum Drachental. Da werden wir später auch nochmal wahrscheinlich hingehen. Und das lässt das ganze Wasser raus. Und es öffnet sich die Steinstadt. So. Wow, ich bin gerade an irgendeiner verbackten Stelle. Okay. Kannst du zum schon mal zu den Four Kings davor kommen? Ja, ich hab. Kann den Weg ja schon direkt gehen. Beziehungsweise du kannst. Wir können ja zwischendurch immer versuchen zu joinen, weißt du? Ja. Ich bin jetzt nach unten gegangen sozusagen. Hier. Ich verlaufe mich da unten halt relativ häufig, okay. Muss ich gestehen. Da sieht man schon, wieso das Drachental heißt, weil da überall Drachen sind, die ziemlich gefährlich sind. Diese Gegner sind gefährlich. Die sind gefährlich, bei denen muss man aufpassen. Die droppen aber einen Handschuh, der ganz cool im PvP ist, weil der saugt die Seelen von Gegnern aus, wenn man die damit bekommt. Also das diese Attacke, die der gerade gemacht hat, wo der so gemacht hat und dann so eine schwarze Kreis sich gebildet hat, wenn ihr damit einen PvP-Spieler erwischt, dann klaut ihr dem prozentuell, nee, das, die Attacke war das, dann klaut ihr ihm einen prozentualen Anteil an Seelen. Ist ganz cool, wenn ihr Seelen farmen wollt. Außerdem finden wir hier graue Brocken, damit können wir, glaube ich, unsere Waffe upgraden. Ich bin mir nicht sicher, müsste sein. Ich rush eben einfach. Oh Gott. Ich rush eben zu den Four Kings durch. Okay. Das ist. Nein, der hat mich bekommen. Der saugt mir jetzt einen Teil meiner Seelen aus. Zumindest würde das im PvP so sein. Hier aber nicht anscheinend. Okay, was ist denn? Was ist los? Oh, das habe ich noch nie gesehen, sowas. An dem Weg, wo ich normalerweise mal entlang gehe, war gerade eine rote, eine, wie wenn ich invasiert worden wäre, eine Krabbe. Echt? Ja. Okay, und die hat auch irgendwie gezaubert. Da sind Stacheln von der weggeflogen und auf mich zugeflogen. Wie so ein Zielsucherangriff. Okay. Und die habe ich jetzt gekillt und die hat eine Doppelmenschlichkeit gedroppt. Ich habe diese Monster noch nie vorher gesehen. Was habe ich denn da? Ich wurde von dem Schleimmonster attackiert. Wie bekomme ich den Schleim weg? Das geht nach einer Zeit weg. Das geht nach einer Zeit weg. Ach so, ja, das. Oh Gott, diese Schädel, die explodieren, sind hier auch noch. Hier müsste der Shortcut, glaube ich, sein. Oh Gott, ihr seht schon, die Claymore von denen macht extrem viel Schaden. Gerade fast Hälfte live damit abgezogen. Und so weiter wir gehen, desto mehr Schaden bekommen, ne? Also, ihr seht, das Spiel wird langsam immer schwerer. So, ich glaube, hier müssen wir als erstes hoch. Hier gibt es nämlich einmal einen Shortcut freizuschalten. Okay, wir haben nicht den Shortcut gewählt. Wir haben eine Essenz gewählt, die ganz cool ist. Die braucht man nämlich, wenn wir Waffen von plus 10 auf plus 15 zaubern wollen. Wieso sollte man das machen? Weil man kann ja auch Flammen- oder Blitzwaffen machen. Aber wenn ihr Waffen auf plus 15 macht, dann könnt ihr noch die zusätzlich durch Magie verzaubern lassen. Und die ist dann deutlich stärker, die Waffe. Das habe ich mit meinem Main so. Ich werde, denke ich mal, am Ende vielleicht noch einmal so PvP ein bisschen mit meinem Main machen. Vielleicht sogar gegen Matze hat sie, wenn er sich traut. Und dann, Matze. Nee, aber dann kann ich das mal zeigen. Das ist diese Riesenglut. Die braucht man, um auf Waffen plus 11, plus 12, plus 13, plus 14, plus 15 zu zaubern. Das heißt, die haben wir eingesammelt, gehen wir zurück. Die gibt man nebenbei im Schmied bei Richtung Nidorp, also auf dem Friedhof. Wenn wir als nächstes hingehen, nach den Four Kings, wenn wir da hingehen.
Boah, das wird in Dark Souls 2 wieder so lästig, das alles rauszufinden, ne? Weil das so viel Neues ist. Hier können wir uns jetzt einen Shortcut noch freischalten. Werden wir auch machen. Zack, das fährt nach oben, perfekt. Shortcut freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier weitergehen, Richtung... Oh, ich muss gleich wahrscheinlich mit Menschlichkeit mich heilen, wenn ich unten angekommen bin. Weil ich habe einfach keine... Oh Gott. Den habe ich zum Glück in der letzten Sekunde gesehen. Habe ich in der letzten Sekunde noch gesehen. Konnte dem noch ausweichen. Das war super. Stolzer Krieger haben wir bekommen. Jetzt schauen wir mal. Gefahrenzone. Gefahrenzone heißt nie was Gutes. Okay, da haben wir schon gesehen, dass wir rechts einen Krieger mitgepult haben. Den werden wir als erstes besiegen. Na komm. Immer schön exekutieren. In der Raum mit diesen kleinen Holzhütchen drin. Lass mich kurz überlegen. Ich bin am Brunnen gerade draußen, wo ich die gebossenen Apfel gefunden habe. Das heißt, ich kann wieder jemanden basieren, wenn ich möchte. Am Brunnen, da weißt du? Ich bin gerade am Überlegen, wo der Brunnen war. Das hat den großen Besieg. Ich heile mich noch nicht, ich warte mal. Da kommt der Explosionsteil. Die sind gefährlich, explodieren. Einfach weggehen. Batz, execute. Oh mein Gott. Ich muss aber aufpassen. Ich darf nicht mehr so viel Schaden bekommen. Ich heile mich nochmal. Aber meine letzte Heilung. Jetzt muss ich mich mit Menschlichkeit heilen. Ist das ein Gegner? Das ist kein Gegner. Die Kiste. Grauer Brocken, sehr schön. Damit kann ich wieder irgendeine Waffe upgraden. Und jetzt bin ich schon vor dem Boss. Hast du gehört? Mhm. Hast du die Hexe Beatrix gerufen, um den Schmetterling zu töten? Oder hast du den überhaupt getötet? Ich habe den Schmetterling gar nicht getötet. Okay, weil die kann man da ja auch rufen, wenn man den Boss hat. Genau. Weil dies habe ich hier noch gar nicht freigeschaltet anscheinend. Hier würde normalerweise so ein weißes Zeichen sein, was mir dann auch helfen würde. Aber ist hier nicht. Ich leg meins direkt an der Brücke. Okay. So. Hier werden wir jetzt mal warten, weil es... Der Boss ist doch schon wieder ein bisschen schwieriger. Bei dem ist es... Forkings haben sind sicher. Forkings? Ja, ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Ich kann nur sagen, wenn man den zu langsam tötet, dann wird... Umso langsamer der stirbt, desto schwerer wird der. Aber ich glaube, ich bin nicht an der richtigen Brücke. Ja, ich bin an der richtigen Brücke. Kann ja schon mal den Ring anziehen hier. Also direkt vor dem... Och, jetzt genau. Ist mein Rufsymbol verschwunden. Okay, nochmal neu legen. Band des Arturias. So. Ich sehe da noch nichts. Ich warte noch ein bisschen. Ich hüpfe ein bisschen durch die Gegend. Ich hab's gerade mal neu gelegt gehabt. Ich lege jetzt abwechselnd immer bei der Brücke und dann hinter dem Turm. Ja. Einfach von. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, aber. Ich leg's einfach überall hier hin, so auf dem Weg dahin. Ich lauf hier mal hin und her und guck mal. Dann hätten wir. Also das gegen den. Wir werden gleich gegen den zweiten Fürsten kämpfen. Ja, ich seh dich. Am Turm. Tinkwartz, was wieder den hässlichen Kopf. Wird gerufen. Jetzt werde ich gerufen, ja. Jawoll. Hat geklappt, Leute. Hat geklappt, hoffentlich. Noch bist du nicht da, aber. Das ist schon mal gut, weil. Ihr werdet gleich sehen, der Boss hat's in sich. Jawoll. Da sieht man, Mats hat sich einen etwas anderen Kopf ausgedacht oder genommen. Ach, den hatte ich nur genommen, damit ich hier ein bisschen anders ausschaue. Das ändern wir gleich mal. Jetzt hat er wieder den coolen Helm, hier den coolen Hut, oder?
Das ist der Helm von Autoritas, den ich gerade aufhabe. Also, okay. Ich habe meinen Zauberhelm, damit mache ich mal Zauberdamage. Auch wenn er nicht schön aussieht, aber so eine Krone für Mucka ist doch ganz okay. Hier geht's jetzt nach unten. Muss ich diesen Bund eigentlich auch auswählen? Ich mach's lieber. Ja, mach lieber. Eine Sache, Matze, ich habe nichts mehr zum Heilen, also du musst dich selber heilen. Kein Problem. Ich werde aber ziemlich böse, also ich werde alles von Anfang an raus, aber ich habe keine Lust dann gegen 4 Stück gleichzeitig von denen zu kämpfen. Oder mehr sogar. Ja. So, ich fall schon nach unten. Der Abgrund. Herzlich willkommen. So sieht die Hölle aus. Ha, sind wir nicht sexy? Da starten die Four Kings. Da ist schon der erste. Und diese Zauber sind extrem widerlich. Oh ja. Zack. Das Wichtige ist hier auch immer wieder das Ausweichen. Wie auch bei jedem anderen Boss. Pass auf. Ganz, oh Gott, da ist schon der zweite da. Ich greife den zweiten an. Ich muss ausweichen. Oh Gott, ich benutze eine Menschlichkeit. Boah, zum Glück habe ich mich gerade noch geheilt, sonst wäre ich tot. Ich greife ihn von hinten an. Zack. Mein Feuer macht ihm extrem viel Schaden. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Kannst du ihn töten? Perfekt, ich heile mich nochmal. Ich muss nochmal Menschlichkeit benutzen. Keine Lust, hier sonst zu sterben. Perfekt. Zwei haben wir besiegt von 4. Da sehen wir uns nochmal. Jawohl. So sehen wir doch mal sexy aus. Hinter uns. Oh. Da kommt er schon. Und zack, ein Feuerball ins Gesicht. Und wir sehen, wir machen schon 670 Schaden damit. Schwarze Flamme. Da ist er auch tot. Jetzt nur noch eine. Ich überlege, was habe ich noch für Zauber? Ich habe nicht mehr viele. Ich werde große Verbrennung benutzen beim letzten. Ich kann auch Magie machen, wenn du willst, aber geh gerade ein bisschen auf Nahkampf. Ja, das passt. Eine alleine geht schon. Ihr habt am Anfang gesehen, da haben wir gegen... Oh, der ist direkt neben uns. Ihr habt am Anfang gesehen, da kam ziemlich schnell der zweite, weil wenn man die zu langsam tötet, dann muss man bis zu 4 Stück auf einmal kämpfen. Man hat wirklich nur ein ganz kleines Zeitrahmen für die Gegner. Und alleine ist es extrem schwer, die so schnell zu töten. Weil man muss ausweichen. Wir haben die jetzt die ganze Zeit natürlich penetriert. Sonst würden dann noch... Ja, was würde sonst noch dazu kommen? Die ganzen Zauberattacken von denen, die auch so viel Schaden machen. Und das hat man am Anfang gesehen. Der hat am Anfang eine Attacke auf mich gemacht, die hat extrem viel Schaden gemacht. Die machen auch, je weiter man entfernt ist von denen, desto mehr Schaden machen die an einem. Genau. Also man kann auch nicht weglaufen. Man muss eigentlich, man ist gezwungen, durchgehend im Nahkampf zu kämpfen. So, ich bin Level 72. Und kann mich jetzt teleportieren. Ich werde mich jetzt zum Feuerbandstein teleportieren und werde mal die zwei Fürstenseelen reinlegen. Und dann würde ich sagen, war das das für diese Aufnahme. Und nächstes Mal werden wir dann mal zu... Wo gehen wir dann nächstes Mal hin? Wir gehen als erstes Nito besiegen. Nito ist noch cool. Und dann kommt Seth, weil Seth mag ich gar nicht, den Blinden. Seth, der Blinde. Ich mag ihn absolut gar nicht. Achso, falls du noch mit dem Wurm nicht geredet hast, dann musst du hingehen und dich nochmal dahin teleportieren zu den Four Kings. Und dann müsst ihr dir da stehen. Dann bekommst du diesen... Kannst du bei dem Eid ablegen, dass du den PvP, dieses PvP-Item bekommst, dass du unendlich mal Leute invasieren kannst. Jetzt können wir hier Herrschergefäß Seelen darbieten. Ihr seht, das Feuer ist noch klein. Jetzt legen wir da zwei Fürstenseelen rein und ihr seht schon, ist schon ein bisschen gestiegen, ist ein bisschen gewachsen, das Feuer.
teleportieren uns zum zum Feuerbandstein. Und ab da aus geht es weiter Richtung Friedhof, Richtung Unterwelt, Richtung dunkle Gassen zum nächsten Fürsten. Und zwar Nito. Was wird Nito? Der Untotenbeschwörer, ne? Keine Ahnung, was er ist, auf jeden Fall. Der Totenfürst. Der Totenfürst. Also Leute, danke fürs Zuschauen, danke für Matze, dass du da warst. Hat heute leider nicht so gut geklappt mit dem Zusammenspielen, obwohl es am Ende doch eigentlich ganz gut geklappt hat, aber am Anfang halt nicht. Heute, ja, viel erlebt, zwei Fürsten gemacht. Bei euch wahrscheinlich weniger. Leider unseren schönen Kollegen Sif, den Wolf, besiegt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut raus! Yo Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt noch eine der letzten DayZ Mod Videos und unten die letzte Dark Souls Folge. Haut raus!